Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports. Ich begrüße euch zurück zu World of Tanks und wieder einmal mit dem Olli in seiner Grille. Hallo Olli. Hallo. Ich sitze im Kampftoaster. Panzer selbst vor La Fette 4C. Ich glaube in echt war das Ding sogar eine AT oder ein Flakpanzer oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall glaube ich kein TD. Also zumindest kann ich mir das mit der Form sehr schlecht vorstellen. Wir sind auf Klippe, das habe ich glaube ich schon gesagt. Tier 6 Gefecht. Naja, ich stelle mich mal so an meinen Standardpunkt als TD hier. Schade, gibt leider keine Tok. Tok, Tok, Tok. Bum, bum, bum. Hier vorne habe ich höchstwahrscheinlich das Problem, dass ich aufgehe. Stecken wir uns mal hier. Nehmen wir den Stein als Deckung. Ich hoffe, das hilft. Übrigens, ich hatte vorhin ein Gefecht, oder war es, nee, war nicht vorhin, es war gestern, im Kampftoaster. Und da ist da tatsächlich einer an mir abgeprallt. So ein, irgend so ein Stuart, der mit so einer, MG-Knifte schießt. Das war sehr lustig. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass der war ja total verschossen. Naja, ich stand halt wirklich sehr gut. Der ist halt an meiner Seitenwand abgeprallt, ne? Sau, wehe, du bewegst dich. So, die drei da vorne sind alle weg. Und ich habe noch keinen einzigen Schaden gemacht. Ich kann die M37 gerade nicht leiden. Warum? Die hat mir den Kill geklaut. Ja, und ich habe scheiße gezielt. Viel zu hektisch. Wir machen mal ein bisschen was Verrücktes hier. Lustigerweise scheinen da hinten keine Gegner weiter zu stehen, außer der KV-85. Doch, der hat schon mal eine Schelle. Und Olli hält fröhlich drauf. Und ich gehe jetzt mal hier in die Toaster-Offensive. So, mal gucken, ob ich dieses SFL-Scheiße krieg, weil es ist eine Mission. Nein. Wer war das? KV-85 Report, Killclaw. Ja, so einfach ist es leider nicht. Ich erwarte eigentlich, dass es gleich hier nöt nöt macht, ich aufgehe und weg bin. So eine Dämlichkeit, wie ich hier gerade mache. Oh, der V. Oh. So, warum sind hier überall Steine? Und der bewegt sich auch. Was ich mich da schon aufgeregt habe beim Leitfahren. Gut, also den habe ich jetzt höchstwahrscheinlich getroffen, der ist zwar dann zugegangen. Jetzt steht auch der nächste Stein. Oh, wir verschießen. Die M37 da ist, die klaut mir die ganze Arbeit. Was ist das denn schon wieder für eine Runde, ey? Vielleicht darfst du ja nur anmoderieren. Nein! Ich nenne das einfach. Ich nenne das Video einfach den Kampftoaster durchspielen, weil das habe ich nämlich auch bald. Wir fehlen noch. Ich glaube knapp 2000 Hitpoints. Hitpoints, ich erzähl schon einen Schmarrn das hier. Das war knapp. So, ich bin offen. I'm Gouche, coach boy. Also ich zeige euch gerade hier, wie man mit diesem Panzer eigentlich nicht fahren sollte. Ich habe eigentlich nur gerade Glück und profitiere davon, dass das gegnerische Team einfach stirbt. Ich kann kein Deutsch mehr. Stirbt wie... Weiß nicht, wie Eintagsfliegen. Ah, ich will den KV-85 haben. Das ist jetzt meiner. Ey, Leute, ernsthaft. Ich versuche jetzt einen Blindshot auf eine gewisse Stelle, wo die Arti stehen könnte. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir die Mission schaffen. So, irgendwo steht der dicke Max hier, weil ich gehe nämlich ständig auf. Ja, da ist er. Arti schießt auf mich. Nein, steht woanders. Verdammt. Sehr gut. Komm, gib mir den Kill. 2 Sekunden noch. Komm, 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 komm. Na, wenigstens den Kill. Nein. Ja, dusselige, schnelle Runde. So kann man es eigentlich echt nennen. Totale Verpeiltheit. Ja. So, Arti fahren ist irgendwie wie Lotto spielen. Das trifft's ziemlich gut. Ja. Dritte Klasse, Wirkungsfeuer,
Vom Schaden her. Das ist unklar. Ich habe den drittmeisten Schaden gemacht. Wie geht das denn? Ein Kill. Olli mit fast 500 Schaden. Leider kein Kill. Gut, Erfahrungspunkte noch. Naja, sind wir eher so. Reden wir nicht drüber. Im unteren Teil der Liste. 15.500 Geld und naja, ihr seht es ja auch hier mit doppeltem Gefecht gerade mal 1.166 Erfahrungspunkte. Was ich immer relativ witzig finde, wenn der O-Herr nicht dabei ist, oder besser gesagt nicht aufnimmt, dann kriege ich immer mit der Arti die Runden mit 1.500 Schaden hin oder mit dem Panda 88 auch immer die Runden mit so 2.900 Schaden. Aber sobald er aufnimmt, dann tue ich es total abkacken. Ja, du bist halt noch so aufgeregt, wenn die Aufnahme läuft. Ja, wir tun es einfach so, als ob ich nicht aufnehmen würde und versuchen noch eine zweite Runde. Bis gleich. Minen im zweiten Gefecht. Ein wunderschönes Tier 5 Standardgefecht. Das finde ich doch mal schön. Und sofort Clan-Werbung in der Aufnahme. Ja, kann ich halt nicht ändern. Ist halt so. Hat man ja fast in jedem Gefecht, dass irgendwelche Clans werben. Ich weiß gar nicht, ob das. Ist das überhaupt erlaubt? Oder kann man da jetzt einen Report schicken? Oder wie ist denn das? Keine Ahnung. Hier hinten. Siehst du, wo ich bin? Ja. Olli hat mir gerade mal eine Arti-Position gezeigt, die ich. Ich habe schon eine Tier 8 Arti und habe dort hinten, glaube ich, bis jetzt nur ein Mal oder so gestanden. Das ist schon eine ziemliche Weile her, weil ich konnte mich jetzt aktiv erstmal nicht an die Stelle erinnern. Oh je, also entweder mache ich jetzt gleich viel Schaden oder ich bin relativ schnell weg. Eins von beiden. Man hat zwar dann immer dieses komische dieses Wassersymbol da, aber. Na, solange der Timer nicht angeht, ist es egal. Ja. Daumen drücken. Ja. AD2. Priorität gesetzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Ansage, wir tun jetzt so, als ob die Aufnahme nicht läuft, irgendwie zieht. Weil hier kommt nichts und ich versuche jetzt auch mal in die Mitte zu halten. AT2 hinterm Stein. Oh nein, knapp daneben. Ah, der KV1 kommt. Komm, KV1. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Fahr vor! Oh. Nein, nicht bewegen. Nein. Also fassen wir mal zusammen. Und das gegnerische Team scheint genauso dusselig zu sein wie unseres, weil es kommt von der Nullerlinie nichts. Oh, wo ging der Schuss denn hin? Also noch nichts. Oh, nice. Schöner Treffer. Ja. Wenn der mal noch ein Stück vorfahren würde, könnte ich ihn auch beschießen. Aber so, no chance. AT2. Oh, er hat auch AT2. Warte mal. Da war... Nicht durch. Oh, das steht so schön unter dem Stein. Ist ein Monster. Ich hab halt getroffen, aber bin nicht durchgekommen. Nein, und er hätte getroffen. Blöden Killdiebe. V-Port. So, na, ich glaube, es kommt noch keiner mehr, weil das sind nur noch TDs im Gegnerteam in der KV1 und der ist in der Mitte. Und ich glaube, dass die TDs einfach noch hinten rumstehen. Du musst TDs killen, es sind fast keine TDs im Team. Du musst keine TDs mehr killen. Ja, das ist so dieses. Das Team ist voll. Genau, das ist so dieses typische Missionsproblem. Da gibt es ja einige Missionen, wo man irgendwie TDs killen soll oder Mediums. Ich kann mich auch erinnern, dass der Mirb ewig rumprobiert hat wegen Mediums, die er killen musste. Und es waren irgendwie immer nie genug Mediums im Gegnerteam. Ganz ehrlich, unsere verbündete Arti, die regt mich schon wieder auf. Die Bishop, warum? Klaut ihr dir Kills? Ja. Die schießt immer da drauf, wo ich drauf schießen will. Oh, da hinten ist ein gegnerischer Toaster, den ich leider nicht beschießen kann, weil er hinterm Stein steht. Das Ding schießt halt auch schneller. Blöde Ding. Ja, das ist aber auch eine Vierer. Ach ne, ist auch eine Fünfer. Wie komme ich drauf, dass die Bishop eine Vierer ist? Kennt sich eben nicht aus. Ja, bin halt völliger World of Tanks Noob. Ja. Oh, geradezu ein bleib Ruhe. Stehen! Gegnerisches Fahrzeug geht doch. So, jetzt haben wir Toaster. In einer Sekunde. Der
Da ist doch gerade was. Drei Hitpoints! Jetzt er weg. Wolverine? Nein! Okay, da Ziel war er nicht. Ein, Ziel ein, Ziel ein. Ah, oh, der fährt weg! Oh, ich hätte noch einen. So, was haben wir hier? C67. Oh, das ist echt das Problem vom Toaster. Der zielt halt sehr langsam ein. Einmal soll die Arti noch schießen. Oder irgendjemand soll sie aufmachen. Ich brauche ja mal Hilfe. Irgendjemand muss mir mal die Ziele. Jetzt sind sie dran. Ah, shit. Komm noch ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück. Sonst treffe ich. Ach, Mist. Verdammt, daneben. Der T67 steht halt safe für mich. Weiß ich aber auf jeden Fall schon mal, wo sie grob stehen. Da wird jetzt reingehalten. Oh ja, ist weg. Nice. Die Bishop hat mitgespielt. Okay, da sind sie immer. Ich versuche halt jetzt diese verdammte Arti-Mission. Was musst du genau machen? Eine gegnerische Arti-Kill. Naja. Sind zwei da, der Toaster wird nur auf eine gleichzeitig schießen können, von daher hast du gute Chancen, dass du das schaffst. Die Bishop fährt gerade, die hat höchstwahrscheinlich nicht genug Reichweite, die muss sich also bewegen, um auf den gegnerischen Spawn zu schießen. Dort ist eine Arti. Die ist weggefahren. Und dort ist die zweite. Die hat gerade verschossen auf den... Naja. Ganz ruhig, wir machen noch eine Runde hier. Muss ja mal irgendwie ein paar schöne Gefechte noch kommen hier. Aber da seht ihr wenigstens mal, was so der Alltag bei World of Tanks bei mir ist. Es läuft also nicht immer so gut, wie es in meinen Videos ist. Wir haben bekommen dritte Klasse, Wirkungsfeuer. Sind vom Schaden her... Naja, noch im oberen Drittel, sag ich mal. Oliver besser mit 728. Man darf halt nicht vergessen, das ist halt Tier 5, ne? Und ich finde, da sind... so Schadenswerte von, so sagen wir mal, ab 500 schon eigentlich ganz gut. Es sind halt auch einfach nicht so viele Hitpoints auf dem Feld. Der VK3001H, der war eigentlich mit über 1000, fast 1205 Kills, also richtig bombastisch eigentlich. Ja. Man ist halt eigentlich immer nur so verwöhnt von den ganzen Tier 7, 8 und 9 Gefechten, wo du halt irgendwie mit, was weiß ich, wenn es gut läuft, mit 4 oder 5000 Schaden rausgehst. Aber das ist halt nur Tier 5. 15.000 Geld. In der Regel heißt's ja, man soll immer mehr Schaden machen, als man Strukturpunkte hat. Und alles, was drüber ist, ist dann perfekt. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist natürlich auf den Low-Tier-Sachen, gerade mit so TDs, also mit dem Toaster geht das ganz gut. Naja, auf den High-Tier-Sachen gefällt es mir zumindest öfters auch mal schwer. Aber genug gelabert. Springen mal noch in ein nächstes Gefecht, würde ich sagen. Gut, dritte Runde. Olli ist in seinen Stuck 3G umgestiegen. Ich sitze immer noch im Action-Kampf-Toaster. Und wir sind hier auf Erlenberg und haben ein Standardgefecht erwischt. Da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hinfährt, weil die Cap-Punkte ein bisschen verschoben sind. Ich bin halt sehr gewohnt, Angriff und Verteidigung zu spielen und da sind die Cap-Punkte anders. Ich will den T67 schon wieder reporten. Warum? Ich fahr los und er fährt mir einfach mal volle Kanone in die Seite rein. Ah, das ist nicht schön. Also gerade am Anfang von der Runde kann man schon mal gucken, wo man so lang fährt. Entschuldigung, ich fahr vor. Also es gibt Vorteile und Nachteile an Low-Tier-Fahrzeugen. Die Vorteile sind, du wirst mit Gegnern zusammengematcht, die manchmal strohdumm sind. Der Nachteil ist, deine Teammates sind auch sehr oft strohdumm. Also ich würde mich jetzt nicht als super schlau bezeichnen, und aber... Naja, aber du bist nicht strohdumm. Nee, ich bin holzdumm. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Meins. Report Kill Klau. Olli ist heute voll auf Reports aus. Ja du, ich hab noch ein paar. Ich auch, ich glaube, ich habe noch nicht so viel verteilt. Beschwerde. So. Das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Ölbank T67. Ach so. Der ist übrigens schon weg, oder? Ne, wo ist denn der hin?
Ach, der ist wieder zurück auf unsere Seite gekommen. Hat scheinbar das gemerkt, dass es alleine da drüben keinen Sinn macht. Das Problem ist natürlich, dass die Seite trotzdem nicht gedeckt ist. Oh, da ist eine Ente. Ne, ist keine Ente. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ich dachte, das war so ein AMX 40, aber das war ein das war der Vorgänger höchstwahrscheinlich AMX, was, ich kann es nicht lesen. 38? Die Gun ist so genau, das. Ich muss mich aber wieder konzentrieren, ja, sind Gegner beschießbar und ich laber nur rum. Oh nö, schön, Kette gezogen vom VK. Sehr nice, mein Kill. Oder mein aufgeklärter Schaden. I don't like you. Redst du mit mir? Ja. Sonst beschwerst du dich, wenn ich E25 fahre und du keine Kills oder keinen Schaden abkriegst. Und jetzt fahre ich mal nicht E25 und dann beschwerst du dich auch. War einfach gar kein Jagdpanzer mehr. Ja, aber die kann ich halt am besten. Also sag mal, da kann ich relativ zuverlässig Schaden an den Mann bringen. Der ging daneben auf das Stuck. Krieg mich nicht mehr. Komm, komm mal her, Stuck. Schieße ich genau in den Hauspfeiler rein. Ich kratze dich gleich nicht an. Ich tu. Der KV-1S hinten AFK. Das muss wehtun. Das muss wehtun. So, jetzt kommt der. Hier steht in der AT2 da. Okay, ich fahr mal zurück. Obwohl, da ist noch ein BDR. An den komme ich aber nicht ran. Mit Caps. Ja, scheiß drauf. Und schreiben wir diesen berühmten Satz halt nicht. Na, KV1S scheint wirklich auf. Und der fährt der? Nee, der fährt nicht. So. Da ist der Satz. Gut, Stuck Nummer 1, weg. Jetzt, wo ist Stuck Nummer 2? Übrigens, der KV1S fährt, er ist nicht AFK, ist noch unglaublich. Er frisst, aber das geht nicht auf, das kleine Sturmgeschütz. Oh, geil, guck mal, da kannst du gleich noch einen Report verteilen. Wer? Na, die Su-85, die gegnerische. Die hat dich gerade als Idiot bezeichnet, weil du Geld in das Spiel steckst. Wo? Na, du musst nochmal Enter drücken, wenn du im Chat siehst. Ja. Oh, dead. Das liebe ich immer. 85, Beschwerde, Beleidigung und Provokant. Also man muss schon sagen, Olli hat das jetzt gerade nur aus Spaß geschrieben, um natürlich ein bisschen zu provozieren, aber der Gegner ist natürlich voll drauf angestiegen. Oh, KV1, das fährst du zurück, das finde ich aber blöd von dir. Fahr doch mal vor. Nein, das war ich bin abgeprallt. Oh nein. Verdammt. Und nochmal. Kette gezogen. Dann schieße wenigstens mal einer drauf, damit ich den Schaden kriege. Jetzt haben wir Schaden gemacht. Sehr schön. Das, wenn ich richtig frech wäre, würde ich jetzt einfach noch hinterher schreiben, rottet. Ah, das Gefecht ist noch gar nicht rum, Mensch, hier. 11 zu 6 steht erst. Von uns aus wird jetzt gekappt. Oh, hat er verschossen. Ja, mal schade. Komme ich von hier aus auf den BDR? Nee, ich kann dir von hier aus leider nicht helfen. Ups. Huch. Jetzt dazu. Komm, Stuck, fahr zu. Oh, dich hat. Boah, Kollege. Guck mal, was der macht. Wenn er jetzt rückwärts gefahren wäre, hätte ich ihn reportet.
Das meine ich mit ein bisschen Umsicht. Das ist genauso wie willst du das, wenn du so irgendwo lang läufst und dir kommt jemand entgegen und du gehst rechts und der andere geht auch rechts. Ja, genau. Oh mein so Gott. So, mit dem Gefecht müsste ich es jetzt geschafft haben, den Toaster durchzuforschen. Ja. Und. Ja, hat gereicht. Es gab zweite Klasse, Wirkungsfeuer. Wir sind vom Schaden her ziemlich gleich auf Platz 4 und Platz 5. 3 Kills habe ich gemacht. 566 Basis-XP, damit sind wir auch auf Platz 4. Olli auf Platz 6. Ja, war eine solide Runde, würde ich mal sagen. Jo. Ich habe noch 445 Schaden ermöglicht. Warte, was habe ich? Ich habe schon wieder weggeklickt. 200. Ja, also für den TD finde ich es immer richtig gut, weil man nicht gerade die Kette trifft, dann ist es immer ein bisschen schwer mit Schaden ermöglichen. Und vor allem, weil das Stuk 3G ist ja sowas von blind. Ja, also das ist ja seit dem Patch halt, merkt man schon deutlich, dass die TDs einiges an Sichtweite verloren haben. Es hat eine Sichtweite von 250. Ja, es ist wirklich sehr wenig. Also ohne jetzt Full Crew. Ja. So, 18.000 Geld habe ich noch gemacht und 849 XP mit Premium. Ja, das war nochmal zum Abschluss 3 wunderbare Toaster-Gefechte. Ich überlege, ich werde den Toaster mit Sicherheit behalten, aber ich hole mir jetzt erstmal das Nashorn, forschen, yeah. Aber werde ihn wohl höchstwahrscheinlich nicht so oft fahren. Er ist und doch nicht unbedingt der einfachste Panzer. Man muss schon sehr aufpassen, was er mit ihm macht. Außerdem hast du ja dann kein Tier 5er mehr. Ja, ich brauche noch ein paar Tier 5er, um mit Olli zu fahren, genau. Und Olli muss ich mal noch ein paar Tier 9er und Tier 10er zulegen, ja. Wenn die Gefechte euch gefallen haben, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Olli, du wolltest noch was sagen? Nö. Nö, okay. Nö. Schreibt mal in die Kommentare, was mich beim Nashorn so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das ja nur erforscht, weil ich gesehen habe, dass das Ding halt echt eine super Gun Depression haben soll. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Kann man also schön hold down stehen. Ich kann nicht mehr reden. Ich muss wirklich aufhören mit Aufnehmen für heute. Ja, schreibt es in die Kommentare. Und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Gefechte. Macht's gut. Ciao, euer O'Hare.